Euer Listing ist auf Amazon gesperrt. Jemand hat sich über eure ASIN beschwert bei Amazon auf Basis eines Patents, eines Designs oder einer Marke. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner in Köln und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video versuche ich zu erklären, was passiert, wenn ein Produkt auf Amazon gesperrt wird. Wenn es also eine Beschwerde eines Wettbewerbers bei Amazon über ein bestimmtes Listing, eine bestimmte ASIN gibt auf Basis von einem Patent, einem Design oder einer Marke. Wir haben jetzt schon relativ viele Fälle in dieser Richtung hier in dieser Kanzlei behandelt und in mehr als 80% der Fälle, wo wir tatsächlich tätig geworden sind, auch die Entsperrung des Produkts realisieren können. Wie wir eine so hohe Erfolgsquote erzielen können, erkläre ich genau in diesem Video. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass man gesperrte Produkte auf Amazon schlecht entsperrt bekommt, indem man mit Amazon korrespondiert, sondern der eigentlich wirklich effiziente Weg ist, so viel Druck auf den Beschwerdeführer, also denjenigen, der die Beschwerde bei Amazon eingelegt hat, auszuüben, dass er an Amazon schreibt und diese Beschwerde wieder zurücknimmt. Man muss also massiv Druck auf denjenigen ausüben, der die Beschwerde bei Amazon eingereicht hat. Dabei muss man natürlich gut begründen, warum derjenige keinen Anspruch auf Sperrung dieses Listings hat. Das kann entweder daran liegen, dass man gut glaubhaft machen kann, dass man gar keinen Gebrauch von diesem Schutzrecht macht oder dass dieses Schutzrecht wertlos ist, weil es eben leicht gelöscht werden kann. Wenn man bei dieser Prüfung feststellt, dass dieser Sperrer, also derjenige, der die Beschwerde eingereicht hat, tatsächlich Recht hat, also dass man zum einen dieses Schutzrecht nicht vernichtet bekommt und tatsächlich man in dieses Schutzrecht eingreift, dann sollte man hier nicht weiter tätig werden, also versuchen, dieses Angebot entsperrt zu bekommen, sondern schnellstmöglich dieses Angebot inaktiv schalten, die Ware remittieren oder wie auch immer, jedenfalls dieses Produkt nicht weiter auf Amazon verkaufen und auch auf den anderen Marktplätzen nicht, denn es ist eben tatsächlich ein Rechtsverstoß. In den meisten Fällen muss man dann auch nicht mehr damit rechnen, wenn man da eben direkt reagiert, dass man nochmal abgemahnt wird oder sogar verklagt wird. In der Regel hat sich die Sache dann erledigt. Wenn man allerdings zu dem Schluss kommt, dass man hier Erfolg haben könnte, dass man eben nicht in dieses Schutzrecht eingreift oder dass das Schutzrecht zu Fall gebracht werden kann, dann sollte man auch nicht zögern und sofort tätig werden. Denn wenn zu viele Produkte gesperrt werden, zu viele ASINs gesperrt werden und man untätig bleibt, dann wird irgendwann auch der gesamte Account gesperrt bei Amazon und dann hat man ein Riesenproblem, weil man dann gar nichts mehr verkaufen kann. Wie kann man nun Druck auf denjenigen ausüben, der die Beschwerde eingereicht hat, der dieses Produkt gesperrt hat? Da ist natürlich zum einen der Umsatzausfall, den man geltend macht, also Schadenersatz. Denn mit jedem Tag, den man nicht verkauft, hat man natürlich einen Umsatzausfall. Man kann das gut extrapolieren. Da gibt es ja lauter Analyse-Tools, wie viel man pro Tag im Schnitt verkauft hat und wie viel Gewinn man da gemacht hätte. Und das ist eben ein Schaden, den man auch geltend machen kann. Viel wichtiger vielleicht, man kann dem anderen androhen, dass man sein Schutzrecht löscht, also dass man zum Beispiel gegen einen Patenten Einspruch einlegt oder eine Nichtigkeitsklage, eine Marke wegen absoluten Gründen oder Verfall oder wegen anderen Gründen löscht, ein Löschungsverfahren anstrengt oder bei einem Design eben das Design löscht, weil es zum Beispiel gar nicht neu war. Und das kommt gar nicht so selten vor. In den Fällen, die ich betreue, ist es oft so, dass eben dieserjenige, der das Angebot gesperrt hat, wirklich nicht sehr lauter handelt. Denn er hat zum Beispiel gewusst, dass ein bestimmtes Design schon vor dem Anmeldetag seines eigenen Designs schon lange, zum Beispiel in China, existiert hat. Und er hat es dann einfach als Unionsdesign, also Unionsgeschmacksmuster, angemeldet, in der Hoffnung, dass er eben Wettbewerber aussperren kann, wissend, dass es eigentlich gar nicht durchsetzbar ist. Das kam schon relativ häufig in meiner Praxis vor, dass eben ein Design bewusst bösgläubig quasi angemeldet wurde. Derjenige also wusste, dass es gar nicht durchsetzbar ist, einfach um andere mal aus dem Markt aussperren zu können.
dann kann man natürlich noch eine negative Feststellungsklage auch androhen, also dass man androht, dass man ein Gericht anruft, was feststellen mag, dass man eben nicht in dieses Schutzrecht eingreift, dass man also die Verletzungsklage proaktiv führt, praktisch das Negative der Feststellung der Verletzungsklage, sodass der Gegner eben auch dieses Kostenrisiko plötzlich an der Backe hätte von einer Zivilklage. Dann gibt es natürlich noch Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb, denn ein Angebot zu sperren, ohne dass es dafür wirklich einen Rechtsgrund gibt, ist natürlich wettbewerbswidrig. In dem Schreiben, was man dem Beschwerdeführer, also dem Sperrer, schickt, sollte man natürlich einmal aufzeigen, warum man in das Schutzrecht nicht eingreift, dass man das Schutzrecht auch leicht vernichten kann und warum. Dann aufzeigen, die verschiedenen Daumenschrauben aufzeigen, den Druck, den man aufbaut, also Löschung des Schutzrechts wegen diesem und diesem Grund und negative Feststellungsklage, Klage wegen UWG und so weiter. Dann sollte man auch eine ganz konkrete Vorlage für eine E-Mail in diesem Schreiben angeben, die derjenige an Amazon schicken soll, dass man ihm genau vorgibt, schickt bitte die E-Mail mit diesem Subject und an diese Amazon-Adresse und diesem Message Body, also diesem Text in der E-Mail an Amazon, um dieses Problem zu beheben. Also dann, damit da eben nichts falsch läuft. Also da gibt es eben eine bestimmte E-Mail-Adresse bei Amazon, wo diese Beschwerden aufgehoben werden können. Da soll er die dran schicken, ein CC zum Beispiel an mich oder an denjenigen, der eben will, dass diese Sperre aufgehoben wird. Und dann in dem Subject eben Beschwerde über Asien so und so, Beschwerdenummer so und so, dass eben Amazon das sofort direkt unmissverständlich zuordnen kann. Und in dem Message Body eben zum Beispiel, hiermit wird die Beschwerde gegen die Asien so und so mit der Beschwerdenummer so und so zurückgezogen. So. Und damit da eben überhaupt keine Missverständnisse geschehen können. Das habe ich auch erst mittlerweile dazugelernt, dass man das so genau explizit vorgeben muss. Denn wenn man das demjenigen überlässt, der die Beschwerde eingereicht hat, dann schreibt er da vielleicht irgendwelche Fantasiesachen rein oder irgendwas, was eben dazu führt, dass sich diese Sache verzögert oder die Beschwerde vielleicht gar nicht erst aufgehoben wird. Die Kosten für ein solches Schreiben an den Sperrer, sage ich mal, richten sich natürlich immer nach dem Zeitaufwand. Anwälte rechnen ja immer nach Stunde ab, jedenfalls in der Regel. Nur um euch mal einen Eindruck davon zu geben, wie hoch der Aufwand so sein könnte. Bei uns wird er wahrscheinlich irgendwo so zwischen 500 und 1000 Euro liegen, je nachdem, wie viele Stunden wir da so dran sitzen. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrung und brauchen vielleicht nicht so lange wie andere, die das eben vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Was da für Folgekosten entstehen können, kann man natürlich nicht so gut absehen. Bei vielen ist es so, dass einfach direkt geantwortet wird, oh ja, sorry, natürlich, bevor jetzt hier die Welt brennt, schicken wir diese E-Mail an Amazon und dann ist die Sache erledigt. Ich hatte schon mal eine Entsperrung, sage ich mal, innerhalb von einem Tag. Das war das schnellste bisher, wo dann direkt am nächsten Tag die E-Mail an Amazon rausging. Hiermit wird die Beschwerde zurückgezogen. Kann aber auch mehrere Monate dauern. In einem komplexeren Fall war es so, dass ein ganzer Account gesperrt worden war, weil eben verschiedene Produkte auch von verschiedenen Marketplaces in Italien und in Deutschland und in Frankreich angegriffen worden waren. Und dann musste man erstmal in Verhandlung treten und zeigen, okay, es war Originalware, da bestand gar kein Anspruch auf Sperrung. Da waren die Rechte erschöpft quasi, weil eben nur Originalware verkauft worden war. Das hat ein bisschen länger gedauert. Der Rechtsinhaber saß eben in den USA und dann haben die Verhandlungen eben da ein bisschen gedauert. Dann kann das auch länger dauern und dann bedeutet das auch mehr Aufwand und mehr Kosten. Deswegen muss man da immer ökonomisch ein bisschen abwägen. Lohnt es sich überhaupt, hier irgendwie gegen vorzugehen oder stelle ich einfach mein Angebot inaktiv, remittiere die Ware und ja, muss man eben abwägen. Ne? Wie viel Gewinn macht man mit diesem Produkt? Lohnt es sich da überhaupt, einen Anwalt einzuschalten? Eine wichtige Sache vielleicht, bei solch einem Vorgehen bedeutet das natürlich immer eine gewisse Eskalation, eine Aggression. Ein solches Schreiben ist sehr aggressiv gehalten, da wird viel Druck auf denjenigen aufgebaut, der die Beschwerde eingereicht hat.
und das kann durchaus als Abmahnung gewertet werden. Und in einem Fall bisher wurde das auch mal als Abmahnung gewertet und dann mit einer Gegenabmahnung reagiert. Und das eskaliert natürlich den Fall, die Kosten, die Zeit, die da dann drauf geht. Da muss man sich im Klaren sein, wenn man gegen so eine Sperrung vorgeht, kann so ein Vorgehen, wie ich es gerade skizziert habe, als Aggression natürlich wahrgenommen werden und Gegenaggression provozieren, sodass man dieses Risiko im Hinterkopf haben muss. Es kann sein, dass das eben nach hinten losgeht und richtig Kosten dann verursacht. In den allermeisten Fällen haben wir aber eben, waren wir damit sehr erfolgreich und haben die Angebote wieder entsperrt bekommen. Wenn ein Patentanwalt oder ein Rechtsanwalt, der sich eben mit solchen Dingen beschäftigt und auskennt, tätig werden soll, dann braucht er natürlich die gesamte Korrespondenz, die zwischen vielleicht dem Gegner schon und vor allen Dingen mit Amazon schon geschehen ist, also passiert ist, also insbesondere die E-Mail von Amazon, wo drin steht hier, dieses Produkt wurde beanstandet von einem Wettbewerber. Dann braucht man natürlich möglichst alle Informationen zu dem Sperrer, die seitens von euch eben schon recherchiert werden konnten. Ich selbst mache immer auch noch mal kleine Recherche und gucke, wo sitzt der eigentlich? Hat der einen Handelsregistereintrag irgendwo, um die Rechtsperson richtig festzustellen? Und welche Kontaktmöglichkeiten gibt es? Wo bietet er an? Ist er vielleicht auch angreifbar und so? Dann sind natürlich alle Argumente wichtig, wie das eigene Produkt sich von dem in dem jeweiligen Schutzrecht geschützten Produkt sich unterscheidet. Also bei Marken klingt der Name vielleicht anders, ist das Logo anders, bei Designs habe ich das anders designt, wo sind die Designunterschiede bei Patenten, was sind die technischen Umsetzungsunterschiede, also wenn man den Anspruch 1 in einem Patent mit demjenigen vergleicht, was man selbst macht, wo unterscheide ich mich in der technischen Umsetzung bei meinem eigenen Produkt. Und dann natürlich Argumente, die vielleicht dazu führen, dass das Patent oder das Design oder die Marke angreifbar ist, also angegriffen werden kann. Dann braucht man natürlich die Betroffenen Asiens und möglichst auch die Links zu den Angeboten. Zu einem ganz konkreten Fall, wo ich mal dieses Vorgehen an einem konkreten Fall, der sich auch tatsächlich so zugetragen hat, mal erläutere, wie dieses ganze Prozedere funktioniert. Zu diesem Fall habe ich eben auch schon ein Video gemacht, was ich unter diesem Video verlinke, wo ich eben mal genau erkläre, wie das so Schritt für Schritt genau abgelaufen ist. Und da sieht man auch, dass man in jedem Fall auch, dass nicht jeder Fall gleich ist, dass man da immer auch mal kreativ sein kann, um sein Ziel zu erreichen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was man macht, wenn das eigene Produkt auf Amazon gesperrt wurde. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen.